then I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war. Moin Chefs, willkommen zurück zum großen Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Turnier. Ich habe immer noch Muffensausen. Der letzte Kampf hat mir einfach jegliche Haare aus dem Kopf gerissen. Also, boah. Ohne Witz, das war echt ein starkes Stück. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, Bruger gegen Luna, schaut es euch an. Ich meine, es klingt auch ein bisschen dreist jetzt von mir zu sagen, ihr sollt euch ein Video von mir ansehen, aber das ist einfach nur eine objektive Empfehlung von mir. Das war wirklich verdammt spannend. Bis zum Ende. So, wer kämpfen heute? Marco Schäfer als Naruto 2 und The Day Dragon 1 als Sasuke 3. Ja, sind nur Zahlen, ja, 1, 2, 3, alle dabei. Warum muss ich jetzt an Daniel Aminati denken? Ist egal. Also, Naruto und Sasuke, das ist ja schon... Ne? Ja, schon mit Lore hier. Dann wollen wir mal. Ja, Leute, ich bin immer noch... Tut mir leid jetzt euch, Kombatanten, für heute, aber... Das ist... Ach du heilige Henne. So, Naruto gegen Sasuke, dann wollen wir... Dann wollen wir mal... Weiter geht's. Los! Okay, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Naruto diesmal im Eremiten-Modus. Ja, diese Version haben wir lange nicht mehr gesehen hier. Haben wir noch nie gesehen. Oh, schön ausgewichen. Definitiv. Naruto ist aber auch so einer wie so ein Waffenschläger. Der kann nichts alleine. Der muss immer seine Jungs da mit dabei haben. Oh, guck mal, da liegt ein Baum im Weg. Ich glaube, den Baum kann man auch verprügeln. Aber Sasuke lässt so einen Scheiß natürlich nicht mit sich machen. Definitiv, das gibt's hier nicht. Sowas wie Fernkampf mag der sowieso nicht. Ah. Die Schuriken da, die Tauschjutsu dafür aufzubewahren, dass man eben den Schuriken ausweicht, ist sehr, sehr dämlich. Also übertrieben dämlich. Das ist wiederum gut. Macht aber nicht allzu viel Schaden. Das heißt, so eine normale Combo, die zieht schon ein bisschen mehr. Jetzt kommt Sasuke wieder. Mit sehr, sehr viel Schaden. Naruto hängt in den Seilen, ist schon im orangen Bereich. Kann aber noch nicht in den Erwachten-Modus übertreten. Ja, schöne Combo. Schöne Konter. Kann man auch von Sasuke nicht behaupten gerade. Ich hätte eigentlich gedacht, er bringt den Schwertstreich ein bisschen schneller. Naruto jetzt mit der ihr wisst schon. Aber nicht lange. Sasuke kommt wieder und brät ihn durch wie ein Hühnchen. Das muss drücken im Gesicht. Sonst taucht er nicht. So, ultimative Jutsu-Abschlusschance. Wenige Lebenspunkte für Naruto noch momentan. Das heißt, wenn Sasuke sich jetzt nicht allzu blöde anstellt, er hat sogar noch Naruto runtergewirtschaftet mit seinen Items. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Naruto ist um einiges langsamer geworden. Sasuke gewinnt. Perfekter taktischer Einsatz von Items, muss ich sagen. An dieser Stelle, The Day Dragon 1. Schöne Sache. Aber, ihr kennt das doch. Weiter geht's. Sento Kaishi. Los geht's! Naruto, komm! Drück ihn mal richtig was rüber. Da muss ja auch spannend bleiben, aber Sasuke lässt sowas natürlich nicht mit sich machen. Er ist ja der Rächer. Und wenn ihm mal jemand was aufs Maul gehauen hat, dann merkt er sich das auch bis an sein Lebensende. Oder was auch viel eher eintritt, bis an das Lebensende seines Kontrahenten. Schöner Wurst. Ja, Sasuke hier permanent die Oberhand. Permanent! Wenn Naruto irgendwas bringt, wenn er sich auflädt oder so, kommt gleich wieder irgendein Streich von Sasuke. Er hat seinen Chakra auch besser im Griff, muss ich sagen. Es ist eigentlich chronisch zur Hälfte leer. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das heißt, er kann ziemlich schnell kleinere Attacken starten. Und muss nicht aufpassen, dass er dann irgendwann gar nichts mehr hat. Das war doof. Das war doof von dir, Sasuke. Zweimal so übers Ohr gehauen zu werden, das ist... Das ist schon sehr schlecht. Und jetzt lässt er auch noch die komplette Combo über sich ergehen. Da gab es auch ein paar Situationen, wo man sagt, ja, hier raustauschen wäre vielleicht jetzt nicht so schlecht gewesen. Aber er wollte ja nicht. Er wollte halt nicht. Oh, nee. So, jetzt bitte Nahkampf. Was ist er denn da? Spuckt du ihm Feuerfall. So, Sasuke, jetzt hast du aber ein bisschen zu wenig Chakra. Hat er gemerkt, aber er lädt nur wenig auf. Das ist seine Strategie. Das ist seine Strategie. Naruto, was war das denn? Da hast du aber Schwein gehabt, dass Sasuke so blöd ist.
definitiv. Verstehe ich nicht, als wenn da ein ganz anderer Mensch kämpfen würde. Als wenn Sasuke jetzt komplett ausgewechselt wurde. Sowas hier, das hätte er doch gerade eben nicht mit sich machen lassen. Absolut nicht. Da hätte er nicht einfach nur zugeguckt und so, ja, ja, Naruto, hau mir was aufs Maul, gerne, komm hier, moin. Nee, sowas hätte es da nicht gegeben. Nee, das ist nicht, nee, hätte er nicht zugelassen. So, jetzt aber, komm. So, Konter. Das sind die falschen, es sind die falschen Moves, die er hier bringt. Und er benutzt auch viel zu selten sein Tauschjutsu. Diese Niederlage hat er sich verdient. War absolut nicht schön, was da gelaufen ist. Neue Runde. Finale. Weiter geht's. Los! Okay, Naruto legt vor. Aber ging leider ins Leere. So, und jetzt kämpfen wir in der Luft weiter. Sasuke ging. Sein Move ging auch ins Leere. Genauso wie der hier. Leute, ihr müsst auch treffen, Mensch. Wenn ihr hier wirklich was reißen wollt, dann müsst ihr auch was reißen. Es ist sehr, sehr erstaunlich, wenn man in dieser Runde gar nicht weiß, wer gerade am Gewinnen ist. Auch wenn die gerade in der Luft sind und sich gegenseitig prügeln. Ich erkenne da nichts. So, Leute. So einen Baum kann man auch gerne mal wegbrennen. Habt ihr schon richtig verstanden? So, komm. Dämlich. Definitiv dämlich von Sasuke. Ja, da kommen sie müssen. Er hat zu lange gewartet. Okay, jetzt. Genau. Jetzt nochmal zurück. Aber da geht noch mehr. Da muss er noch mehr laufen lassen. So eine Combo ist zu schnell zu Ende. Okay. Immer nur diese Stromschocks da. Du hast zu viel Diablo 3 gespielt, Junge. Weiter geht's. Okay, jetzt von hinten. Von hinten Stromschocks. Ja, Naruto ist schon im orangen Bereich. Jetzt muss er wieder zurückschlagen. Macht er auch. Er merkt schon, dass es langsam ernst wird. Ist ja auch das Finale zwischen den beiden hier. Los, Naruto. Wieder eine Kompresse in der Mitte. Okay, jetzt wird eigentlich nur noch getauscht. Oh Mann. Der war gut platziert. So nicht vorhersehbar. Aber Sasuke braucht manchmal zu lange mit seinen Jutsus. Da kann er auch gerne mal was im Nahkampf machen. Oder uncharten und nochmal richtig schön Naruto-Wort auf den Rücken hauen. Das geht theoretisch. Da muss er sich nur trauen. So. Jetzt aber problematisch, wenn er nicht nochmal eine Schippe drauflegt. Er lässt sich zu oft vom Rasengan treffen. Naruto definitiv besser gerade. Es ist wirklich, als wenn Sasuke ausgewechselt wurde. Von der ersten Runde hat er richtig gerockt. Er hat gesagt, hier Naruto, pass auf, die lasse ich doch am ausgestreckten Arm verhungern. Und jetzt? Nix. Null. Passiert nichts. Kriegt er nicht hin. Vor allen Dingen seine dämlichen Jutsus, sein komisches Feuerballern. Das bringt nichts, weil er so lange braucht, das aufzulernen. Ich meine, tut mir leid jetzt, The Day Dragon One. Oder 1 oder wie auch immer. Das war's nicht. Also in der ersten Runde sah es ja super aus, aber Marco Schäfer, definitiv Glückwunsch. Super gemacht. Und in der nächsten Runde kämpfe gegen den Mr. Was steht da? Rokea? Habe ich das richtig habe ich das richtig abgeschrieben? Rokea? Also wie Kea, nur Roh. Wie Ikea, nur mit Roh vor. Ihr wisst schon. Als Suigetsu und Chronik 1000 als Ino. Das ist unaussprechlich. Da. Nee. Also, ne? Bis dann.